Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der aktuellen Pam Box, also Pamela Reif mit Foodist. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, alle 2 Monate erscheint die Box. Letztes Mal war sie etwas unter Preis tatsächlich vom Wert her, was ein bisschen traurig war. 29,90 Euro kostet die Box pro Box. Ich habe so einen Freunde, wir haben Freunde gedönsen, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da könnt ihr 10 Euro, ich glaube, auf die erste Box dann sparen. Ne? Und ich habe so ein paar ziemlich blöde Kommentare auch bekommen, nachdem ich mich darüber beschwert hatte, dass es dann ja auch unter Preis ist und so nach dem Motto, hä, wieso, dafür wird dir dann doch die Auswahl abgenommen und du kannst dann neue Produkte testen. Nee, Leute, so nicht. Es ist tatsächlich so, dass wenn ich eine Beauty-Box auspacke oder eine Beauty- und Lifestyle-Box, ganz egal, ob das eine Box ist, die irgendwie in Kooperation mit irgendeiner Influencerin ist oder mit einem Promi oder sonst irgendwas, ich persönlich gehe immer davon aus, dass du ein Preis-Leistungs-Verhältnis bekommst, was halt über dem liegt, was du dafür bezahlst. Also quasi, dass du immer mehr für dein Geld bekommst, weil es ja immer sein kann, weil es halt eine Überraschung ist, dass du quasi das ein oder andere Produkt vielleicht einfach nicht magst oder nicht gebrauchen kannst. Und deswegen muss das schon knallen. Ansonsten kann ich mir selber die Produkte kaufen. Ne? Also das fand ich tatsächlich sehr interessant von den Kommentaren manchmal. Aber gut, ja, das aktuell sind Menschen vielleicht ein bisschen interessant unterwegs teilweise, so wie ich das in den letzten Wochen erlebt habe. Aber ich selber auch, um ehrlich zu sein. Ja, bin ich auch ehrlich. Aber ich gehe auch ganz steil auf die Geburt zu. Ich habe, glaube ich, jetzt noch 3 oder 4 Wochen. Deswegen, ne, also anderes Thema, ich möchte in die Box hineinschauen. Wir haben hier Food, Beauty, Lifestyle drin und die Box ist immer sehr, sehr groß, was ich cool finde. Ihr seht auch, ich habe sie auch weiterhin im Abo, einfach weil ich die interessant finde und einfach wissen möchte, was drin ist. Und eigentlich fand ich die Box auch ganz cool, als sie das erste Mal bei mir eingetrudelt ist. Ne? Ich habe jetzt einfach mal den Deckel hier so entfernt und dann haben wir hier Produkte ohne großen Duft, aber dafür halt mit einem Seidenpapier Only for You, da ist ein Kiwi drauf. Und hier sehen wir, dass die Box doch wieder ganz gut befüllt ist. Sie ist auch relativ schwer. Und dann schauen wir mal rein. Also, Pamela Box, Pamela Reif und Foodist. Und da haben wir hier immer so ein ganz sympathisches Vorwort. Dear Foodist, willkommen im Herbst. Diese Box ist eine ganz besondere. Einige Produkte habe ich im Rahmen eines Online-Tastings mit 10 Pam-Box-Abonnenten ausgesucht. Auf Instagram gab es dazu ein Gewinnspiel, bei dem man als Abonnent die Chance für einen gemeinsamen Videocall hatte. Alle haben ein Produktpaket erhalten und dann wurde in großer Runde probiert. Und diskutiert. Hast du verpasst? Nicht schlimm. Das war so cool. Das mache ich garantiert nochmal. Jeder konnte der Reihe nach seine Gedanken teilen, für die favorisierte Geschmacksrichtung voten und sagen, was er an diesem Produkt besonders gerne mag. Tatsächlich waren die Entscheidungen und Voting-Ergebnisse damit so klipp und klar, dass ich mich ruhigen Gewissens zurücklegen konnte. Da bin ich echt gespannt. In der Oktoberbox erwartet sich Folgendes, also da sind dann halt die verschiedenen Produkte aufgeführt. Dann nochmal Beauty-Add-on. Viel Spaß mit allem, markiert @foodistofficial und mich am besten @pamgoesnuts. Gerne in euren Stories. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Deine Pamela. Also süß geschrieben, die Produkte sind hier auch nochmal süß aufgeführt und so. Das finde ich wirklich sympathisch. Ein Rezept hast du auch noch mit dabei. Herbstlicher Salat mit Quitten und gebackenen Früchten. Ne? Ist hier auch noch aufgeführt. Das finde ich auch immer schön, wenn man sowas mit dabei hat. Und jetzt schauen wir in die Box. Als erstes habe ich hier sowas Großes. Maluva Superfoods Bio Moringa Mango Granatapfel. Das ist, weiß ich noch nicht genau, was das ist. ein teeähnliches Erzeugnis. Ach, das ist ein Tee. Das finde ich schön. Okay. Und das hört sich auch lecker an. Ohne Zuckerzusätze, vegan, glutenfrei. 1 Euro pro Packung spenden. Das finde ich auch immer sehr charmant. Mag ich gerne. Und das hier scheint dann einfach ein Tee zu sein. Ne? Natürlich aromatisiertes, teeähnliches Erzeugnis. Ja.
Riecht auch sehr, sehr, sehr lecker. Ich glaube, mein Freund wird es auch mögen, weil der auch ein Fan von Granatapfel ist. Also Granatapfel so als Saft. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das hier auch was für ihn sein könnte. Und da haben wir echt eine große Packung, ne? Also ich finde es schön. Das hört sich nach einem schönen losen Tee an. 120 Gramm, genau. Da haben wir 3 bis 4 Gramm pro Tasse. 80 Grad, 10 Minuten ziehen lassen. Fertig ist die Laube. Das mag ich. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Dann machen wir weiter. Hier habe ich ein Getränk. The Fred. Ich habe das Glück, dass meine Hormone aktuell daran arbeiten, dass meine Haut sehr, 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 sehr gut aussieht, sodass ich keine Fredis, keine Mr. Fred-Geschichten in meinem Gesicht habe. Ich nenne tatsächlich meine Pickel Mr. Fred oder die Mr. Fred-Ausflugsfamilie, wenn sie sich vermehren. Und ja, das ist witzig. Start your day right. Pink Grapefruit und Ginger sind hier drin. Oh, mit Ingwer. Das ist dann natürlich so ein bisschen belebend, ne? Ja, sieht doch schon mal so weit so gut aus. Das ist ein Getränk. Kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten. Und Getränke sind immer eine schöne Geschichte. Das stelle ich mir hier auch hin, dass ich das dann auch trinken werde. The Fred, ich raste aus. Lieben wir. So, vom Fass. Das ist ja cool. Ich weiß nicht, das ist ja eine Kette, ne? Haben wir bei uns auch tatsächlich. Vom Fass ist, da kannst du dir selber so deine entweder Öle abfüllen lassen oder halt auch so Liköre und Whisky und so. Mein Freund und ich waren damals sehr, 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 sehr große Whisky-Fans und haben dann mal so ein Whisky-Tasting bei Vom Fass auch geschenkt bekommen und haben da dann auch teilgenommen und es war sehr, sehr schön. Also das ist ein ganz tolles, auch mal so nebenbei als Weihnachtsgeschenke-Idee vielleicht, ne? Eine ganz tolle Geschichte, was man verschenken kann. Da gibt es, glaube ich, auch Öl-Tastings oder Likör-Tastings, ne? Da bekommt man vorab dann so einen kleinen Vortrag, eine Information, was das überhaupt ist, was man verköstigt und dann eine Kleinigkeit zu essen und natürlich, Grundlage muss sein, Leute, und dann kann man die einzelnen Produkte probieren. Ich finde das so cool, also kann ich nur empfehlen. Und das hier kommt vom Fass. In diese Flasche haben wir unseren Quitten-Balsam-Essig für dich gefüllt. Essig-Spezialität aus eingedicktem Quittensaft und Quittenessig. 5% Säure, 250 Milliliter. Und sowas kannst du halt schön über Salate drüber machen oder sonst irgendwo, ne? Wenn du hier jetzt ein bisschen herzhafter kochst oder sowas, da kannst du auch immer ganz gut mit Essig arbeiten. Richtig cool. Ich denke auch, dass wir hier in dem Heft hier noch das ein oder andere drinstehen haben werden dazu. Jo, da steht's. Da steht's. Pimp Your Salad, genau, über Salat halt auch, ne? Und da habe ich so häufig schon auch Sachen gekauft und dann verschenkt, weil das halt wirklich bei uns dann in einer City war, also echt oder ist, ein schöner Laden und ja, hat mir richtig gut gefallen. So, cool. Das ist interessant. Nice Rice. Das ist ja cool. Rustikal Original, 330 Gramm, fertig in 2 Minuten. Das kannst du dann mal eben so schnell zwischendurch essen, ne? Hier kam's Tayum. Was? Genau. Das scheint dann ja ein Reisgericht auf Basis von Langkornreis mit Zwiebeln, Champignons und Karotten. Genau, das ist einfach so eine Portion oder zwei Portionen, je nachdem, wie groß der Hunger so ist. Ne? Machst du einfach in der Mikrowelle und fertig ist die Laube. Nee, sowas finde ich schön, das finde ich auch immer sehr praktisch. Ich denke natürlich jetzt auch gerade so ein bisschen dran, dass ich jetzt ja auch demnächst nicht so viel Zeit haben werde zu kochen, wobei da habe ich ja auch meinen Freund, ne? Der ist sehr, sehr fleißig und kocht auch wirklich total super und da muss man wirklich sagen, ich glaube, verhungern werden wir hier tatsächlich nicht und ja, deswegen, das finde ich immer ganz nett. Hier sind Erdnüsse oder Kannspuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten, ne? Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, aber ich habe da keine Last mit. Eat Plants ist die Marke. Und sowas ist eigentlich mal eine ganz schnelle Geschichte. Die kannst du auch notfalls, ne? Wenn du sagst, Mensch, ich möchte nicht so ein Fertiggericht einfach so essen, kannst du das immer aufpeppen. Irgendwie, keine Ahnung, machst du dir da irgendwie noch was mit dabei, ein bisschen Gemüse reinschnippen, ein bisschen Brokkoli dazu oder so, ne? Und dann hast du schon irgendwie auch ein bisschen mehr Frische mit drin oder einen kleinen Gurkensalat dazu. Dann läuft das auch. Finde ich schön, wirklich. Also für mich auch eine ganz praktische Geschichte. Wir hatten jetzt bislang ausschließlich Food, ne? Finde ich jetzt nicht schlimm. Also es sind auch leckere Sachen hier drin auf jeden Fall. Ich muss immer so ein bisschen auf die Uhr schielen, denn ich habe gleich mein
Kurs. Mami-Vorbereitung, wisst ihr Bescheid. Naturally Pam, das ist von ihrer Eigenmarke, tatsächlich bei Pamela Reif. Crunchy Protein bei Cashew Caramela. Das finde ich auch nett. 30 Gramm hat so einen Riegel, ne? Den snacke ich auch gerne einfach mal weg. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich das gleich noch eben esse, bevor ich zu meiner Hebamme fahre, ne? Für mich immer eine ganz schöne Geschichte und ich mag halt auch gerne solche Riegel generell. Die geben halt auch Kraft und Energie. Und dann habe ich hier noch mehr drin. Das hier ist jetzt, aua, von der Foodist Eigenmark. Aua vor allem. Sieht aber auch sehr, sehr lecker aus. Nut Butter Cups, also quasi mit Nussbutter. Salty Peanut, also Erdnussbutter, salzige Erdnussbutter. Richtig lecker. Vegan und ohne raffinierten Zucker. Das ist schön. Und das haben wir einmal hier. Da haben wir 2x13 Gramm drin enthalten. Ja, sowas ist ein kleiner Snack, wenn ich nachts aufwache und wieder Hunger bekomme. Ne? Ich habe auch immer so ein bisschen Nüsse oder Datteln oder sowas am Bett stehen oder Duplos, je nachdem, wie gesund ich gerade sein möchte. Und das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass ich mir das einfach neben das Bett stelle, dass wenn ich dann nachts wach werde, dass ich mir das dann auf jeden Fall mal gönnen kann. Denn ja, diese Hungerattacken und so ist ja vollkommen normal jetzt gerade. So, ich glaube, ich habe jetzt hier das letzte Produkt und das ist auch direkt ein ziemlich cooles Beauty-Produkt und damit safe haben wir den Preis für die Box raus. Ne? Es ist ein Produkt von Jungluck, es ist eine Full-Size mit 50 Millilitern und zwar die Hyaluron-Tagescreme. Das ist ein Produkt, was wirklich super viele unterschiedliche Hauttypen verwenden können. Egal, ob du jetzt trockene Haut hast, ob du sensible Haut hast, ob du ölige Haut hast. Hyaluron ist immer eine feine Geschichte. Dementsprechend ist es wirklich auch sehr sinnvoll ausgewählt, weil du damit auch eine breite Masse abdeckst, dass viele Menschen das verwenden können. Und hier ist auch tatsächlich vollkommen Wumpe, ob jetzt Mann oder Frau. Das ist halt wirklich eine ganz klassische Hyaluron-Tagescreme. Und sowas mag ich einfach gerne leiden. Und Jungluck ist eine gute Marke. Die sind 100% vegan, made in Germany und animal friendly. Und das finde ich immer sehr charmant. Ich habe letztes Jahr auch den Jungluck Adventskalender ausgepackt. Den fand ich nicht so optimal, muss ich sagen, ne, weil das sehr schwierig ist aus diesen kleinen, also die Idee war super mit diesen kleinen Fläschchen, aber das Produkt daraus zu bekommen, war immer schwierig. Also das Öl, kein Problem, aber wenn du zum Beispiel so eine Hyaluron-Tagescreme in so einem kleinen 5 Milliliter Glasfläschchen drin hast, klar, ein Spatel war mit dabei und so, aber es war immer schwer, das Produkt rauszukriegen. Das fand ich ein bisschen schade. Nun, aber hier haben wir auf jeden Fall das Produkt. Es ist Glas, es ist ein Pumper, es ist richtig, richtig, richtig toll. Und das gefällt mir tatsächlich. Also das ist hier auch das absolute Highlight natürlich von dem Adventskalender. Ne? Ich weiß nicht, das hier wird wahrscheinlich auch fast genauso viel kosten, wie die Box an sich mich gekostet hat. Also 29,90 € habe ich, wie gesagt, für die Box bezahlt. Ne? Habe schöne Food-Produkte bekommen und dann halt hier das Beauty-Highlight. Blöd wäre es halt einfach, wenn da jemand jetzt die Box auspackt und sagt, Mensch, Jungluck oder diese Tagescreme mag ich so gar nicht, ne? Weil dann lohnt sich die Box halt null. Das sollte man schon mögen. Bei den Food-Produkten ist es jetzt, glaube ich, nicht ganz so schlimm, wenn du das ein oder andere nicht wirklich magst. Jo, aber dafür mache ich ja auch gerne hier die Unboxings, dass ihr dann auch seht, was in den Boxen drin ist, um euch da so einen kleinen, ja, hier spuckt die Stubenfliege irgendwie unterwegs. Die hat sich eben schon mit Mr. Spider da vorne gekäbbelt. Läuft. Hier ist was los, Leute, ich sag's euch. Genau. Dass ihr dann halt euch einen Überblick verschaffen könnt und schauen könnt, ob das halt eine Box ist, die für euch was ist. Ich habe sie, wie gesagt, im selbstbezahlten Abo. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und meinem Unboxing von der Pam X Foodist Box für die Monate Oktober und November. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der ganzen Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!